Hallo Patrick. Hallo Tillmann. Schön, dass du da bist. Der Bedarf an Wohnraum steigt ja stetig an. In Ballungsgebieten sind Hochhäuser ein probates Mittel, um viel Wohnraum auf wenig Fläche zu schaffen. Im Wohnungsbau sind Lüftungsanlagen besonders wichtig, um den Schutz der Bausubstanz sicherzustellen und für einen hohen Wohnkomfort zu sorgen. Patrick ist technischer Berater bei uns und im Rhein-Main-Gebiet für unsere Kunden unterwegs. Er hat in diesem Bereich schon einige Projekte betreut und wird uns heute mal ein bisschen von seinen Erfahrungen aus der Praxis berichten. Mit welchen Arten von Gebäuden hast du denn in deinem täglichen Arbeitsalltag zu tun? Wir können mit unseren Lüftungsanlagen jegliches Gebäude ausstatten. Vom Einfamilienhaus über kleinere Mehrfamilienhäuser bis hin zum Hochhaus ist alles möglich und wir bieten überall die richtige Lösung. Und gibt es denn ein Lüftungssystem, was sich in Bezug auf Hochhäuser besonders gut eignet? Ja, das bedarfsgeführte Abluftsystem ist da wirklich prädestiniert und mit den feuchtegeführten Komponenten in Kombination mit Zubehörteilen, wie zum Beispiel unserem Brandschutzkanalsystem oder eine aufgesattelte Abluftwärmenutzung, lässt sich da einiges aus dem Gebäude herausholen. Okay, und wie kann ich mir das denn jetzt genau vorstellen? Das kann ich dir hier in einem Projekt in Frankfurt am Main, dem Westside Tower, ganz gut zeigen. Wir haben hier ein Wohnhochhaus mit 22 Geschossen und 244 Wohneinheiten. Hier ist unser bedarfsgeführtes Abluftsystem im Einsatz. Wie das Abluftsystem im Geschosswohnbau genau funktioniert, erfahren Sie in dem Film, den wir Ihnen in der Beschreibung verlinkt haben. Was macht denn das bedarfsgeführte Abluftsystem für das Hochhaus so attraktiv? Alle Lüftungskomponenten innerhalb der Wohnung funktionieren stromlos und sind wartungsfrei. Unsere feuchtegeführten Außenluftdurchlässe und unser bedarfsgeführte Abluftelemente sorgen mit dem mechanischen Feuchtesensor für einen individuellen Luftwechsel in jedem Raum innerhalb der Wohnung. Die einzigste Komponente mit Strombedarf sind die Lüftungsgeräte auf dem Dach, und zwar 6 Stück. Und wie wurde denn hier der Brandschutz gelöst? Gerade bei Hochhäusern gibt es ja da oftmals Herausforderungen in dem Bereich, zum Beispiel beim Platzbedarf. Als Steigleitung kommt hier unser wartungsfreies Brandschutzkanalsystem Ventisafe zum Einsatz. Es stellt nicht nur den Brandschutz sicher, sondern sorgt für noch mehr Wohnraum, da es deutlich weniger Platzbedarf im Versorgungsschacht hat, im Vergleich zum klassischen Wickelfahrtsrohr. Okay, und kannst du uns jetzt auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, welche Vorteile sich durch die Aerico-Lüftungslösungen für den Bewohner als auch für den Bauherrn ergeben? Gerade im Abluftbereich erfolgt der Einbau des Brandschutzkanalsystems in kürzester Zeit. Für den Bewohner ist sicher der geräuscharme Betrieb in der Wohnung ein klarer Vorteil. Da du in den Räumen der Wohnung keinen Motor hast, werden dort auch keine lästigen Geräusche erzeugt. Gerade bei so einem Objekt ist doch die Wartung recht aufwendig, oder? Überhaupt nicht. Die Lüftungskomponenten in den Wohnungen sind alle wartungsfrei, genauso wie die Brandschutzabsperrvorrichtungen. Die einzigste Wartungsstelle befindet sich auf dem Dach. Hier muss der Hausmeister nur einmal im Jahr die 6 Lüftungsgeräte reinigen. Das ist ja ein klasse Neubauprojekt. Lässt sich das Ganze denn auch in der Sanierung umsetzen? Ja klar, auch in der Sanierung kommen unsere Anlagen sehr häufig zum Einsatz, da sich eben die genannten Vorteile genauso ausspielen. Bei vielen Objekten können außerdem die vorhandenen stillgelegten Bestandskamine als Lüftungsleitung verwendet werden. Okay, ich habe jetzt vor kurzem nochmal gelesen, dass auch vermehrt leerstehende Bürogebäude oder Gewerbeimmobilien zu Wohngebäuden umgebaut werden sollen bzw. können. Hast du denn da auch schon Erfahrung sammeln können mit unseren Anlagen? Richtig, wir haben hier im Süden Frankfurts in der ehemaligen Bürostadt eine große kommunale Wohnungsbaugesellschaft lüftungstechnisch unterstützt, ein ehemaliges Bürogebäude zu einem Wohngebäude umzubauen und dort unsere Anlagen eingeplant. Gerade durch den einfachen Einbau der Lüftungs- und Brandschutzkomponenten war die Umsetzung mit Aerico-Lösungen mit vielen Vorteilen verbunden. Was kann ich denn noch machen, um die Anlage energetisch aufzuwerten oder gegebenenfalls auch den KfW 40 Standard zu erreichen? Du kannst unsere Abluftsysteme durch eine Abluftwärmenutzung noch effizienter machen. Dadurch wird die Abluftenergie genutzt, um über eine Wärmepumpe den Heizkreislauf oder die Warmwasseraufbereitung ganzjährig zu unterstützen. Diese Wärmerückgewinnung und Erzeugungsmaßnahme ist also nicht nur einfach, sondern nachhaltig. Super, vielen Dank Patrick. Über die aktuellen Förderkonditionen informieren wir Sie regelmäßig auf unserer Homepage www.aerico.de. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like da, abonnieren den Kanal und wenn Sie kein Video verpassen wollen, aktivieren Sie die Glocke. Wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen Tschüss. Tschüss.